Hey meine Lieben, willkommen zurück zu Love in Alchemy, das Herz aus Eis, das im Jahre 2013 am 31. Dezember veröffentlicht wurde. So, jetzt habt ihr es mal. Jetzt habe ich doch noch das eingehalten, was ich gesagt habe. So, ich gehe jetzt einfach mal in dieses Bild rein. Steine im Garten. Wow. Also das würde jetzt meiner Mutter gefallen. Und einer Bekannten von mir. Da haben wir das in die Schaufel. Oder? Ne, Kelle, Entschuldigung. Da haben wir den Schlangen. Was für eine riesige Kröte. Ist sie giftig? Nur dass ich es auch... Ja, ich muss einen Weg finden, um sie loszuwerden. Ja, das machen wir gleich. Wir haben jetzt hier den Korbdeckel gefunden, wo wir die Kobra besänftigen können, sage ich mal. Der Gott wird nicht böse sein, wenn ich diese Blütenblätter nehme. Ja, die fallen sowieso die ganze Zeit auf vom Baum darunter. Das scheint ein weiteres Rätselschloss zu sein. Was passiert wohl, wenn ich das spezielle Wasser hier hineingieße? Kann ich diese Hieroglyphe nicht mit bloßen Händen nehmen, aber wenn ich den Sockel mit Wasser fülle, wird sie zur Oberfläche steigen. Und Wasser kann ich nicht so einfach nehmen hier, oder? Wahrscheinlich wegen der Kröte. Dann gehen wir aber nochmal zurück. Zum Harem. Hier nochmal rein. Dahin. Und dann sagen wir Schlange. Bis. Ich komme nicht mehr ins Bild. Ja, dann haben wir sie erlöst. Das ist das Gute. Hier haben wir auch nichts mehr freigetriggert. So, dann haben wir das hier erledigt. Für die liebe Spinne haben wir leider immer noch kein Auge. Das tut mir furchtbar leid. So, was haben wir denn hier? Blütenblätter, also Sakura-Blätter, eine Kelle. Türknauf. Ah, zurück. Zurück zu Lück. Da haben wir den Türknauf. Dann können wir auch hier zur Werkstatt rein. Da ist auch ein weiteres Bild, aber das werden wir jetzt noch nicht öffnen, weil ich glaube, wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, es zu öffnen, weil wir noch keinen Schlüssel dafür haben. Aber trotzdem, wenn der Scheiß nicht da ist, wieso klimmt hier noch eine Zigarette? Schwierig. Es ist ja sehr interessant. Es fehlen einige Dinge, die diese Hände wohl früher gehalten haben. Ein Kelch vielleicht? Dann Bronzekerze? Bronzeschädel? Und das letzte haben wir leider nicht. So, dann haben wir das schon mal abgegeben. Ich habe diese seltsamen glühenden Symbole bereits vorher gesehen. Ich frage mich, was wohl hinter diesem Tuch ist. Das ist ein unfertiges Porträt von mir. Das Bild ist seine aktuellste Arbeit, dass er noch nicht fertig ist. Bedeutet, dass ich ein Teil dieses finsteren Plans bin. Das letzte für den Teil. Ich muss diesen Albtraum beenden und die armen Opfer befreien. Also hat er auch eher vor uns ins Porträt zu sperren. Warum hebt Charles mein Porträt in einem geheimen Zimmer auf? Was hat er damit vor? Uff. Also ist er quasi ein Kunstsammler in dem Sinne, dass er Frauen sammelt. Okay, das ist schon ein bisschen pervers, muss ich sagen. Gut, dann gehen wir nochmal hier raus. Was fange ich jetzt mit der Schlange an, ist jetzt die Frage. Soll ich die hier reinschmeißen? Oder die Blütenblätter? Oder, ja, nicht mal eine Kelle kann ich ja davon nehmen. Jetzt haben wir hier eine Schlange, Sakura-Blätter, Kelle. Ich habe aber auch nirgendwo eine Möglichkeit, hier jetzt Wasser mitzunehmen. Gehen wir nochmal hier rein, wenn ich hier irgendetwas übersehen habe. Nö. Oh, die Nase juckt. Oh, alte Tradition bewahren. Spinner können wir immer noch nicht ihr Auge geben.
Wie kann ich... Ah, warte mal. Danke, Schlange, dass du uns das erledigt hast. Für uns erledigt hast. Gutes Deutsch, ich weiß. Jetzt kann ich das hier reinschütten. Und damit öffnet sich hier diese Tür. Okay, ich schaue mich erstmal um. Oh. Ei! Konnichiwa! Oh, die hat keine Augen. Kannst du mit uns reden? Das ist so schrecklich. Sie hat kein Gesicht. Ihre Gesichtszüge sind bigradiert, als ob ihr Gesicht aus Wachs bestünde. Ich muss ihr ihre Schönheit zurückgeben. Im Haus am See habe ich eine Frau getroffen. Sie hat kein Gesicht. Schwarze Magie hat ihr Gesicht geraubt. Was soll ich tun? Ich muss einen Weg finden, um diese Frau ihr Gesicht wiederzugeben. Mal doch ein Smiley drauf. Die Laterne nehme ich mal mit. Hier. Wenn ich hier Hieroglyphen lesen könnte, dann wäre diese Schriftrolle sehr, sehr, sicher sehr nützlich. So, was ist hier? Das ist ein Ort für eine Teezeremonie. Es ist so schade, dass ich für diese schöne Tradition keine Zeit habe. Aber zum Puzzeln haben wir Zeit. Okay. Wählen kann ich es nicht. Muss doch so hingehören, oder nicht? Okay. Das ist... Um dieses Gesicht zu malen, muss ich Farben herstellen. Ich benötige Tinte, Asche, Sakura-Blätter und einen Pinsel. Vielleicht das auch? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Tinte vom Tintenfisch wahrscheinlich. Ah, deswegen die Lampe, dass wir den Tintenfisch damit Angst einjagen können. Hier bitte. Buga Buga. Blip, 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 und da haben wir unsere Tinte. Wieder hier rein, wieder dahin. Und da, bitteschön. Warte mal, erstmal hier rein. Dann das hier rein und dann das hier rein. Let's go. Pinsel brauchen wir noch. Obwohl, einen Pinsel nehmen und nicht stehlen. Hast du einen Pinsel? Nö. Wir auch hier nichts aufmachen. Also hier ist kein Pinsel. Wo ging meine Pinsel her? Also nochmal raus hier. Jetzt habe ich auch nichts mehr im Inventar. Ist auch sehr witzig. Ist auch nichts mehr. Es ist trotzdem sehr schön gezeichnet, sehr schön animiert. Auch wenn es von 2013 ist, das Bild, das Spiel. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Hier brauchen wir immer noch einen Schlüssel. Hier brauchen wir immer noch was zum Schmelzen. Was ist mal? Ich brauche mal einen Tipp. Okay, zwei. Okay, drei. Okay, wir sollen hier wieder was machen. Haben wir irgendwo ein Wimmelbild herbeibeschworen. Und so muss ich nur zu den Orten wieder gehen, wo ein Wimmelbild war. Hey, Spinny. Ich meine, gut, hier wären ein paar Pinsel, aber ich... Ein echter Gipsschädel, ja. Das hat mir erzählt, dass er nicht raucht, oder ist noch jemand anderes hier? Raucht er, oder ist er kein Künstler? So viele Fragen und Ungereimheiten. Hat Charles mich belogen? Ja.
Da haben wir doch einen Pinsel. Und der taucht auch noch gar nicht auf, irgendwie, der Charles. Der ist sich seiner Sache anscheinend sehr sicher. Wieso wird das nichts? Ich danke dir, du hast großen Mut gezeigt, indem du diesen Dämon ausgetrieben hast. Aber das Fabelmonster wandelt noch herum und ist auf der Suche nach unschuldigen Seelen. Wie meinst du das? Sag mir, Fremde, wie ist der Mann namens Charles in das involviert? Charles Sun? Der Klang dieses Namens tut mir weh. Er lässt mein Herz bluten. Er hat mich mit seinen Schmeichelheiten eingewickelt. Dann hat er meine Schönheit gestohlen und meine Seele zu so schier endloser Pein verdammt. 100 Jahre voller Pein. Oh, wow. Okay. Ein Jahrhundert? Wie ist das möglich? Und was hat der Eigentümer dieses Schlosses mit all dem zu tun? Ich meine den Maler. Der Dämon verkörpert verschiedene Menschen. Einen Künstler, einen Prinzen und andere. Aber das Ergebnis immer ist dasselbe. Frauen werden in diesen Bildern gefangen und gequält. Nehmt dieses Essenz, meine Liebe, zu Charles Summer. Er ist ihrem nicht mehr würdig. Wie konnte ich das nur erlauben? Wenn all das wahr ist, dann schwebe ich in großer Gefahr. Und es ist doch etwas Schlimmes als der Tod. Aber das wird mich nicht aufhalten. Ich kann diesen armen Frauen nicht sich selbst verlassen. Ich werde das beenden. Also wenn ich weiter solche Stimmlage machen muss, dann schwierig. Dann kriege ich Stimmbänder. Schädigung. Ich habe die japanische Frau vor der teuflischen Maske gerettet und ihr Gesicht wiederhergestellt. Aber ich muss weitermachen. Das war wahrscheinlich nicht das letzte verzauberte Bild an diesem gruseligen Ort. Ja, und jetzt müssen wir wieder zurück zu diesem Bottich und das Gesöff da reinschütten. Oje. Also, ich glaube, dass der Charles eigentlich nicht Charles ist. Ich glaube einfach, dass das ein Dämon ist. Vermute ich mal jetzt. Und was haben wir hier? Oh, ein Portal. Ich hatte recht, ein Dämon. Was für ein seltsamer Ort. Es scheint tief unter der Erde zu liegen. Es ist ziemlich gruselig. Und dass da ein Typ drin ist? Eine Seele voller Geheimnisse. Du bist der letzte Schritt auf meinem Weg zum Sieg. Knie nieder vor deinem Meister und gib mir deine Seele. Teufel werde ich tun. Okay. Faszinierend. Wie konnte hier so große Eiskristalle wachsen? Etwas glitzert im Inneren. Ja, da brauchen wir einen Spitzhackengriff. Das Portal hat mich nach Antanor gebracht. Das ist ein wahrscheinlich gruseliger Ort. Ich habe einen riesigen Kokon unter der Decke gesehen. Darin war eine seltsame Kreatur. Ich glaube, ich habe gesehen, wie sie sich bewegt hat. Wenn ich nur daran denke, dass diese Bestie jemals aus ihrem Kokon kommt, wird mir ganz schlecht. Haben wir eigentlich auch eine Karte? Kompass? Ja, halten wir sogar. Also ich glaube, hier sind wir. Ich glaube, wir können Schnellreise machen, oder? Ja.
Ein unterirdischer Tunnel voller Wasser. Ich muss wohl meinen nagelneuen Schuhen Lebewohl sagen. Das glaube ich natürlich auch. Erinnert mich auch ein bisschen an Bioshock. Wer das Spiel kennt. Wenn nicht auf meinen Hauptkanal schauen, da habe ich den ersten bis dritten Teil. Let's Blade. Entschuldigung, Schuck auf. Schlüssel. Hier brauche ich schon mal ein Ventilrad. Das ist die Tür zur Hölle. Zur Höhle mit dem Dämon. Aber sie ist zu. Ja gut, dann brauchen wir erstmal hier nichts weiter machen. Dann gehen wir zurück und befreien die nächste Dame. Lala. Alles ist hier verlassen, ja, und ein bisschen verwahrlost. Es sieht hier aber auch aus wie so eine Taverne, Schrägstrich, Freudenhaus aus dem Western. Da ist eine Maske, okay. Henry-Maske wieder. Was für eine hübsche grüne Reisetasche. Ich sollte nachsehen, was darin ist. Ich brauche einen Schlüssel. Gut. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Abendkleidezimmer. Ich will mich aber erstmal hier umsehen, ob wir noch irgendwas anklicken können. Nee, können wir nicht, oder? Nur die Tasche. Ja, hier ist auch was. Da ist etwas drin. Es sieht aus wie ein Ticket, aber ich komme nicht heran. Wie das Pech es will, habe ich meine Pinzette zu Hause gelassen. Schäm dich. Ich habe immer eine Pinzette mit dabei. Für Unannehmlichkeiten. Oh, weh. Das ist der Ankleideraum einer echten Tänzerin. Ich wollte schon immer eine sehen. Hallo, Madame. Deine Beine, was ist dir zugestoßen? Eins habe ich für meinen geliebten Charles getanzt. Aber nun bin ich hier gefangen. Ich habe jede Hoffnung verloren, diesen Ort wieder zu verlassen. Und ich werde nie wieder auf einer Bühne tanzen können. Wie kann ich dir helfen? Ich habe ein Rezept für eine spezielle Salbe, aber ich kann es nicht zusammenmischen. Bitte tue das für mich und ich werde mich revanchieren. Erkenntlich sein, könnte man auch sagen. Okay, wieder ein Rezept. Ich glaube, das ist ein Rezept, das mir helfen wird, den Stein wieder zum Leben zu erwecken. Wenn ich das Elixier auf die Beine der jungen Frau gebe, rar, sollten sie wieder normal werden. Ich muss aber alle Zutaten finden. Spinnengift, Schwefel und ein Kleeblatt. Ja, aber wir können uns trotzdem mal hier in der Umkleide umgucken. Da haben wir eine Pinzetten. Alter, was ist denn das für ein stylischer Kaugummiautomat? Ich mag Kaugummi, das ist ein Locher für ein Ticket, aber wo finde ich es? Er steckt in der Spalte. Was für eine hübsche Flasche, die rote Flüssigkeit darin ist Blut. Das ist kein Zufall, ich muss es mitnehmen. Ja, wir haben aber nichts zu mitnehmen. Der Clown, der Hofner wird es ja wohl kaum freiwillig in die Hand drücken. So, dann können wir hier hin. Zack. In einem anderen Leben vielleicht. Du hast eine Pinzette. Mann. Stell dich doch nicht so an. Da, bitte. Das sieht nicht gesund aus für ein Kaugummi. Ach, das ist... Igitt, das ist ein Spinnenauge. Ja gut, dann haben wir für Spinni jetzt mal ihr Auge wieder. Hey Spinni, ich glaube, das vermisst du doch, oder? Das sieht jetzt schon viel besser aus. Und weg ist sie. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Schwefel. Schlüssel für was? Ja, dass man den Schlüssel sich nicht genauer anschauen kann. Okay, das sieht aus wie eine Spinne. Mir ist sowas ähnliches. Einfach mal gucken. Ja, wir brauchen hier einen Schlüssel. In einem anderen Leben vielleicht. Diesen Satz könntest du dir schenken, meine Liebste. Und jetzt? Spinnengift. Gut, was brauche ich denn noch? Ich habe jetzt hier Spinnengift, Schwefel und ein Kleeblatt. Ich habe um die Zeit immer Wortgulasch. Kleeblatt. Aber wo kriegen wir denn ein Kleeblatt her? Kleeblattl. Hm.
Wo kriegen wir ein Kleeblatt her? Einfach mal ganz kurz alles abscannen. Es ist ein sehr knackiges Wimmelbildspiel. Das muss ich zugeben. Es gefällt mir richtig gut. Da wird wahrscheinlich kaum ein Kleeblatt sein. Hier wird wahrscheinlich auch keins wachsen, vermute ich mal. Ne, hier braucht man danach nicht suchen. Hier wird auch kein Kleeblatt sein. Hier kann man immer noch irgendeinen komischen Trank herstellen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Kleeblatt. Da oben ist ein Kräuter, da hätte ja eins sein können. Wenn ich ein Kleeblatt hin tun täte, würde ich es im Garten suchen. Aber wir haben noch keine Möglichkeit für einen Garten, oder? Ja, hier wird auch keins sein. Hier sind nur Rosen. Wieder Rosen. Ich werde nicht überrascht sein, wenn ich hier irgendwo ein Gewächshaus finde, wo Rosen für das Schloss gezüchtet wurden. Oder werden. Da ist auch kein Kleeblattl. Hier ist auch keins. Ey, das ist guter Rat teuer. Wo finde ich denn jetzt bitte schon ein Kleeblattl? Gute Frage, aber diese Frage werden wir uns in der nächsten Folge wieder stellen. Dann hier ist erst einmal die Folge vorbei. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Hier drüben kommt ihr zu Very Good Water Stories Rotkäppchen. Auch ein sehr geiles Wimmelbildspiel und ein sehr schönes Let's Play natürlich auch dazu. Dann sage ich mal, Cheerio!